Willkommen zurück zu Rocket Knight Adventure. Oh nein, er flieht schnell hinterher, auf nach Stage 5, damit wir ihn einholen können und die Prinzessin retten. Wir fliegen wieder über die Dächer der Schweinepriesterstadt, die die Luft verpestet wie sonst irgendwas. Ich hasse diese verdammten schräg hochfliegenden Raketen. Diese verdammten schräg hochfliegenden Raketen haben dasselbe Problem, dass quasi jeder schräg angelegte Sprite in alten Spielen aller Zeiten hat. Die Hitbox für dieses Ding ist immer noch ein gerades Viereck. Das Viereck der Hitbox ist nicht schräg gestellt. Das ging einfach damals. Technologisch einfach noch nicht. Man konnte einfach nur zwei viereckige Hitboxen machen, um es ein bisschen akkurater zu machen. Trotzdem waren es immer noch zwei viereckige Hitboxen, die gerade standen und nicht eine schräge Hitbox, die genau an die Rakete angepasst war. Naja, was soll's. Müssen wir halt mitleben. Ich denke auch genau aus diesem Grund gibt es extrem wenige von diesen schräg fliegenden Raketen in der Stage. Und in erster Linie die Raketen, die gerade nach oben geflogen kommen, wo man deutlich leichter eigentlich ausweichen kann, weil Hitboxen ein bisschen akkurater sind. Ach, und dann immer diese eine schöne Rakete mit dem Schweinepriester dranhängt. Dem kann man übrigens keinen Schaden machen. Ich greife ihn zwar gerne an, aber dem kann man keinen Schaden machen. So, wir wissen, wir müssen unten links in der Ecke bleiben, denn dann kommt der Boss, der einen ansonsten einfach trifft. Und dann müssen wir hochfliegen, denn ansonsten kommt der Boss, der einen dann einfach trifft. In beiden Fällen einfach doof. So, und wenn wir ihm direkt folgen, dann können wir ihm sogar schon Schaden machen, während er rechts aus dem Bildschirm rausflitzt. Und wenn wir genau zwischen seinen beiden Laserstrahlen bleiben, sehen wir hier, müssen wir ihm überhaupt nicht ausweichen, weil wir genau dazwischen herfliegen können. Komm schon, Kollege, stirb. Muss doch langsam tot sein. Ich habe mich viel zu oft getroffen, jetzt habe ich doch zwei Laserstrahlen abgekriegt, ärgerlich. Okay, aber wir sind immer noch bei 4,5 Herzen, also sollte kein großes Problem sein. Beim letzten Mal ist diese Phase einfach gestorben, ohne dass sie irgendwas machen konnte. Mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Dafür müssen wir, glaube ich, nur nah genug ran, um ihn anzugreifen. Ah, okay, wir können nicht schnell genug töten, auf Abstand. Und sehr gut, kein Schaden genommen. Hallo, stirbst du mal? Dankeschön. Meine Güte, ist der ewig gedauert. Ja, ja, die halten halt schon mehr aus. Ist halt hart, ne? Nicht normal. Und auf geht's, ins Ziel. Baboom, geschafft. Sehr gut. Und jetzt kommen wieder meine Lieblingsgegner, gegen die ich beim letzten Mal einfach instant gestorben bin. Wir erinnern uns. Haha, dieses Mal habe ich ihn vermieden. Sehr gut. Ach ja, das Wettrennen. Jedes Mal, wenn ich in diesen Screen hier komme, vergesse ich es wieder, dass hier das Wettrennen drin stattfindet. Ah Gott, ich bin hängen geblieben. Oh Gott, ich bin hängen geblieben. Wir könnten verlieren. Ganz abgesehen davon, dass ich auch jedes Mal vergesse, in welche Richtung man eigentlich gehen muss. Das war wirklich last second. Aber okay, wir haben es geschafft. Hier mal durchchargen, damit die Typen uns nicht auf den Kopf fallen. Und dann müssen wir eigentlich nur ein bisschen gehen. Und das war's dann auch schon. Ja, ist nicht sonderlich schwierig, denen zu entkommen. Aber dafür können wir am Ende dieser Strecke hier unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, nämlich... ah, ihnen dabei zusehen, wie sie alle vernichtet werden in der Lava. Schön. Dann zerstören wir mal wieder die tragende Säule hier und gucken mal, wie oft wir dieses Mal in diesem Gebiet hier sterben werden. Ich sage einmal. Ich glaube, ich werde einmal sterben. Dieses Mal im Sidescrolling. Ich bin beim letzten Mal schon irgendwie dreimal gestorben oder so. Ich denke mal, dieses Mal werde ich einmal sterben. Irgendwo werde ich bestimmt verchargen oder sowas in der Richtung. Oder das Teil. Nein, nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, oder das Teil mir nicht ganz richtig hinkriegen. War klar, es musste passieren. Mindestens einmal. Aber dieses Mal schaffen wir es. Dieses Mal werden wir zum Ziel kommen. Hoffe ich. Wenn nicht, haben wir ein Problem und müssen das Ganze nochmal machen. Das wäre ärgerlich und ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich habe nicht mal das extra Leben gekriegt, weil ich zu früh den Fehler gemacht habe. Das heißt, jetzt sind es noch 8 Leben, die wir übrig haben. Hier den nächsten Sprung schaffen und jetzt kommt auch gleich das extra Leben. Also wenn wir jetzt sterben, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil wir haben schon wieder wettgemacht, dass wir gestorben sind. Quasi im Voraus wettgemacht. Und Schaden war... Was? Aber ich habe den Sprung geschafft. Schauen wir mal, das Timing minimal falsch. Na gut, jetzt aber. Jetzt aber wirklich der allerletzte Anlauf. Also wenn es jetzt nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Nur gut, wie gesagt, wir haben unterwegs das Leben eingesammelt. Von daher nicht ganz so schlimm. Da wir das Leben gekriegt haben, sind wir jetzt nur wieder auf 8 Leben runter. Und das Leben ist ja glücklicherweise einfach wieder da. Im Gegensatz zu vielen anderen Sidescrollern, wo extra Leben, die man eingesammelt hat, nach dem ersten Mal einsammeln einfach permanent verschwunden bleiben. Was fies ist, aber nicht ganz selten. Und charge, charge, charge.
Puh, das war knapp. Irgendwie habe ich so das Gefühl, beim letzten Mal, als wir das hier gespielt haben, war das nicht ganz so knapp. Aber okay, und Charge ins Ziel. Sehr gut, wir haben es geschafft. Pff, doch wieder zweimal hier gestorben. Hätte echt nicht sein müssen. Und das nur, um jetzt in mein Lieblingsgebiet zu kommen. Ich meine, hier in dem Bild, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es ein Extra-Leben, das wir beim letzten Mal nicht mitgenommen haben. Wir gucken mal gerade eben. Ja, da oben war ein Extra-Leben. Okay, dann wieder zurück, Charge auf die Plattform und dann können wir jetzt zum Ziel gehen. Ja, sehr gut, damit sind wir jetzt bei 10 Leben und das finde ich auch sehr angenehm. Dieses Extra-Leben können wir gebrauchen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar im nächsten Gebiet. Beim letzten Mal habe ich es ja gar nicht versucht, auf den optionalen Pfad zu kommen. Ich versuche es jetzt einfach mal hier in dem nächsten Gebiet, wenn wir es überhaupt halbwegs ordentlich schaffen, da durchzukommen hier. Ich versuche es jetzt einfach mal auf den Extra-Pfad zu kommen, das Extra-Leben mitzunehmen. Also erstmal nach oben, mal gucken, was das wird. Und nach unten, durch die Diamant-Edelstein-Reihe hier. Eher Rubine oder sowas in der Richtung als alles andere. Ah, wir schaffen es schon irgendwie. Wir müssen nur an der richtigen Stelle sehr weit nach oben fahren und dann so gerade eben diesen Killerstacheln des Todes hier ausweichen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es mich umbringen wird, das zu versuchen, weil ich da keine Übung drin habe. Aber wir versuchen es einfach mal, wenn wir an die Stelle hinkommen sollten. Hier müssen wir nicht. Hier müssen wir nach unten fahren. Wenn ich die Stelle dann überhaupt sehe. Ich bin da relativ schlecht drin, überhaupt die Stelle zu sehen. Aber Moment, hier ist es, hier ist es. Oh Gott, ich bin zu spät nach oben. Schnell drum rum. Nein. Wir sind zu spät nach oben gefahren. Ja, man muss schon wissen, dass man da nach oben will. Ansonsten schafft man das vom Timing her nicht. Okay, jetzt wissen wir aber, an welcher Stelle das genau ist. Dieses Mal wird es hoffentlich dann auch hinhauen. Also, ein zweiter Anlauf. Dieses Mal nochmal mit Extra-Leben. Dann würde es zumindest wieder wettmachen, dass wir versucht haben, das Extra-Leben zu kriegen. Was dann nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Aber dann haben wir zumindest nochmal den anderen Pfad hier in dieser Stage gesehen, damit wir nicht wieder exakt den gleichen Pfad haben. Dann haben wir zumindest mal alles gesehen, wo man in diesem Spiel lang gehen kann. Oder sowas in der Richtung. Okay, komm, Sparks, dann mach wieder gerade. Jetzt müssen wir noch einmal hoch, dann einmal runter und dann kommt die Abkürzung. So, und jetzt nach oben. Okay, ich glaube, wir schaffen es. Ja, okay. Und jetzt nach unten, um das Extra-Leben zu... das war zu früh. Okay. Sehr gut, wir haben das Extra-Leben gekriegt, jetzt... Ach du Schande, jetzt müssen wir hier oben nur einmal durchkommen. Ich glaube, ich bin hier noch nie lang gefahren. Okay, okay, okay. Geschafft. Und hier müssten jetzt eigentlich die Wege schon wieder zusammenlaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch ganz normal durch die Stage durchkommen. Wir sind wieder auf dem gleichen Pfad. Ach, wo der einfache Pfad auch lang lief. Ich kriege echt Augenkrebs hier in dem Gebiet, wenn da so viele von diesen blinkenden Dingern gleichzeitig kommen. Ich meine, man ist sowieso die ganze Zeit auf Sparks da fokussiert, wenn man spielt, aber trotzdem. Ugh. Okay, dann sind wir wieder hier an der Stelle mit dem Drecksack und seinem Riesenrobo, der uns Insta töten kann, wenn wir einen Fehler machen. Charge! So, nach oben. Okay, Charge nach links. Charge nach oben. Okay, Charge nach oben. Da wir jetzt so schnell waren, könnten wir eigentlich versuchen, das Extra-Leben da oben mitzunehmen. Gucken, ob wir das schaffen. Perfekt, Extra-Leben mitgekriegt. So, und rein in den Robo. Was? Was? Das geht? Okay, das ist mir auch noch nie passiert, dass ich über den Robo hinweggecharged bin. Das ist doof, dass das überhaupt geht. Naja, okay. Weil ich Charge zu spät losgelassen habe, weil ich schon auf der fallenden Plattform stand und nicht davor. Bisschen arg dämlich, aber okay, ist es halt passiert. Versuchen wir nochmal. Kriegen wir das Extra-Leben nochmal? Moment. Ach, Mist, nee, hab den Weg nicht gekriegt. Dann nicht das Extra-Leben mitnehmen und stattdessen einfach gucken, dass wir in den Robo reinkommen. Und dann wird es wieder Zeit für Robot Wars mit unserem Host Sparkster. Fight! Wie schon beim letzten Mal erklärt, die ersten zwei Schläge kann man einfach so machen. Ab dann, hab mich in die Ecke gedrängt. Sollte man möglichst countern, nachdem er angegriffen hat. Ah, abgewifft. Manchmal echt schwierig. Übrigens nehme ich fast immer mindestens zwei Schläge von ihm. Beim letzten Mal habe ich es irgendwie auf wundersame Art und Weise geschafft, nur einen einzigen Treffer mitzunehmen. Ich bin auch schon extrem oft gegen den Kelly gestorben. Der Kampf ist nicht ganz einfach, muss man sagen. Komm, whiff. Ja, sehr gut. Haha. Vor allen Dingen, weil manchmal das Ausweichen bei ihm echt extrem knapp ist. Komm her, Kollege. Komm her, Kollege. Bam! Ins Gesicht. Und geschafft. Sein Robo ist down. Und Sparkster hat das nächste Gebiet geschafft.
Womit wir schon bei 175.890 Score wären. Mein Gott, sind wir gut. Try next area. Ja, das werden wir tun. Los geht's, Baxter. Wir müssen in den Weltraum reisen und wieder das komische Geisterschiff killen. Aber erstmal gucken wir, wie der Schweinepriesterkönig abhaut und wie wir die Prinzessin befreien und mit einem Raketenarsch in den Weltraum fliegen. So, da wären wir dann auch schon. Ohne Cutscenes geht das alles noch ein bisschen schneller. So, Äpfel müssen wir aber nicht einsammeln, wenn wir sowieso keinen Schaden genommen haben. Dann müssen wir nicht riskieren, anderweitig aus Versehen Schaden zu nehmen oder irgendwelchen anderen dummen Kram zu machen. Also schauen wir einfach, dass wir hier sicher durchkommen. Ich bin gespannt, wie viele Äpfel wir dieses Mal nicht kriegen werden, wenn diese komischen Meteoritenränge um uns rumkommen. Ich bin da sehr schlecht drin, die ordentlich zu treffen. Aber ehrlich gesagt, stört es mich auch meistens nicht so richtig. Ah, verdammt. Egal, wir haben uns sofort wieder hochgeheilt, also kein großes Ding. Ach, dieses Mal haben wir die schießenden Köpfe auch ein bisschen besser erwischt als beim letzten Mal. Aber hier sind sowieso direkt auch zwei Äpfel, die einen nebenbei heilen würden. Von daher nicht ganz so kritisch. Diese ganzen Gebiete hier bereiten einen sowieso im Regelfall nur auf die richtig schweren Gebiete oder auf die Bosse vor. Hier kommt jetzt gleich sowieso wieder der Boss, den wir beim letzten Mal innerhalb von ungefähr 5 Sekunden einfach getötet haben, was ein bisschen merkwürdig war. Wir haben den scheinbar in einer extrem fiesen Position erwischt, dass er einfach sofort gestorben ist. Oh, das war interessant. Ein Meteorit, der uns genau von hinten getroffen hat, aber trotzdem keinen Schaden gemacht hat. Ich, 3 Herzen runter. Die Meteoriten von hinten erwischen uns gerade zu viel. So, und es kommen keine Meteoriten mehr, dann sollte jetzt eigentlich gleich der Boss auftauchen. Ach Mist, Schweinekopfreihe. Na gut, ausweichen und da ist er. Der fliegende Schweine-Robo-Priester hier. Wo wir eigentlich nur angreifen sollen, während sein Schild nicht da ist. Kling, 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 kling. Am besten funktioniert es, wenn sein Schild nicht da ist und er direkt vor uns hinkommt. Ich glaube, zu dem Angriff sind wir beim letzten Mal noch nicht mehr gekommen. Ein Angriff, in dem man einfach davor stehen kann, um nicht getroffen zu werden. Genauso wie bei dem Typen in der Stadt vorher. Komm, wir sterben. Okay, er ist tot. Er war gerade sogar schon dabei, den nächsten Angriff zu benutzen. Die sieht man recht selten, die Angriffe, weil er halt kein wirklich durchhaltefähiger Boss ist. Ja, gut. Aber ging recht schnell. Außerdem war da gerade wieder ein Ring, den ich instant zerstört habe. Und es waren wieder mal Köpfe. Okay. Wieder Zeit für die Schweinepriester im Weltraum. Oh, außerdem der Typ mit seiner Omega-Kanone ist wieder da. Komm, mach dir deine Riesenkanone. Ich greife dich einfach so lange an, bis du tot bist. Stirb, 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 stirb. Ach, verdammt. Wenn er wegfliegt, wird er leider unbesiegbar. Aber ich habe ihn so oft getroffen, er müsste jetzt eigentlich schon jeden Moment tot sein. Komm, jetzt. Ich will nicht, dass er zweimal seine Kanone abfeuern kann. Geh sterben, geh sterben. Ist er immer noch am Leben? Ach, der da hinten schleudert währenddessen seine Zelda-Keule rum. Meine Fresse, jetzt kommt er. Oh, wir sind auf ein halbes Herz runter, ich glaub's ja nicht. Jetzt geh schon sterben, Mann. Wie viel der hier aushält. Nur weil wir auf schwer spielen. Okay, Boss ist besiegt. Jetzt bloß nicht sterben. Oh Gott, es kommt noch einmal eine Reihe. Oh nein, es ist ein Köpfer, es ist ein Köpfer, es ist... Ah! Ah! Das war viel zu eng. Okay, wir haben nur ein halbes Herz für das Geisterschiff. Ich wähle den Freitod, damit wir einen ordentlichen Bosskampf machen können, weil mit einem halben Herz macht das ja keinen Sinn. Rock! War noch nicht mal auf dem Bildschirm. Schön, wenn man sich unten links am Bildschirm ranhält und nicht weiß, dass der Boss von unten links kommt. Ist man einfach instant tot, weil man das blöde Schiff berührt. So, okay. Dann auf in den Kampf gegen das Geisterschiff. Aber mit vollen HP. Statt nur mit einem halben Herz, das ein bisschen übel wenig wäre. Gucken wir erstmal, dass wir die Kanone da loswerden. Jawohl. Ah, hab ich erwischt. Und er macht 4 Herzen Schaden. 2 Berührungen mit dem Geisterschiff und man ist sofort tot. Das ist so brutal. Deswegen habe ich als Kind so lange für den gebraucht, weil ich halt immer rumprobiert habe. Wo sind die Schwachpunkte? Kann ich hier angreifen? Kann ich da angreifen? Kann ich hier angreifen? Kann ich da angreifen? Und dann habe ich ihn halt berührt und dann bin ich gestorben. Und dann war das alles doof. Dann waren meine Credits weg. Und dann habe ich aufgehört, das Spiel zu spielen, weil ich wieder von null hätte anfangen müssen, aus der ersten Stage. Und dann habe ich es irgendwie am nächsten Tag oder eine Stunde später oder so wieder angefangen, von der ersten Stage, weil die erste Stage ist lustig zu spielen. Und das war dann der Kreislauf des Sega Rocket Knights Spielens. Tja, und irgendwann habe ich es dann so oft gespielt gehabt, dass dann andere Konsolen rauskamen und andere Spiele gespielt wurden. Und irgendwann hat mein Vater dann gedacht, ja, du spielst das ja gar nicht mehr, dann verkaufen wir das mal. Und dann haben wir den Sega damals für viel zu wenig Geld über die Zeitung noch verkauft, weil sowas wie eBay gab's noch nicht mal. Es war erst ein paar Monate später, nachdem wir den verkauft haben, dass dann eBay irgendwann mal entstanden ist überhaupt. Okay, er macht wieder seine Seite auf. Wir sind ein bisschen spät dran, glaube ich. Ja, er macht tatsächlich sogar seine Attacke, aber die geht nur über und unter uns, während wir den Kern angreifen.
Und jetzt kommen wir zur letzten Phase, die uns nicht berühren darf, weil wir ansonsten einfach instant sterben. Weil wir auf 3,5 Herzen drunter sind. Wir dürfen nur von Projektilen getroffen werden. Wir dürfen nicht von seiner Finger da vorne berührt werden. Der bringt uns einfach um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autogeschoss. Zweites Mal, drittes Mal und jetzt kommt sein Kern. Wie schon beim letzten Mal erwähnt, zählt einfach mit. Das macht diesen Boss hier millionenmal einfacher. Als wenn man nicht mitzählt. Einfach nach dem 10. Geschoss das Autogeschoss erwarten. Das Autogeschoss kommt dreimal. Erst das erste Mal, wenn er schießt und dann kommt es noch zweimal zurück. Und danach fängt er an rumzuzappeln, bevor man noch oben dran bleiben muss. Ah, verdammt, ich habe ihn berührt. Oh, gut. Oh, er macht in der Form ja gar keine 4 Schaden mehr. Ja, gut. Aber trotzdem, bei der nächsten Berührung sind wir auf jeden Fall tot. Also schauen wir mal, dass er uns nicht nochmal berührt. Schwein gehabt. Eine Phase müssen wir aber noch durchhalten. Und dann sollte er tot sein, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Komm, zeig deinen Schwachpunkt und dann sei einfach tot. Boom! Nein, er ist nicht tot. Wir müssen nochmal komplett durch. Na gut, zappel nochmal rum und dann nochmal auf Nummer sicher gehen. Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und Autogeschoss, 2, 3 und jetzt müsste er seinen Schwachpunkt zeigen und dann müsste es das gewesen sein, komm schon treffen, perfekt, ha! Das Geisterschiff von den Weltraumschweinepriestern wurde erledigt, Sparkstar hat gesiegt. Du, 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 du. Jawohl, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im nächsten Gebiet zum großen Finale. Bis dahin, see ya!